Miau, willkommen zurück im 13. Stock, liebe Leute. Ja, hier haben wir nicht aufgehört, das weiß ich. Tomb Raider 5 macht mir wieder Probleme, hast es schon mal gemacht. Zum einen hängt die Steuerung wieder, zum anderen ist es letztes Mal abgestürzt. Ich habe letztes Mal aber nicht so viel gemacht. Ich bin aber an diesen Dingern hier vorbeigekommen. Da hier der Speicherstand war, so viel ist es jetzt ja nicht. Müssen wir das jetzt ab hier weiter versuchen? Ja. Ich hoffe, sie benimmt sich. Also gerade eben ging das schon wieder gar nicht. Ich habe das schon gespielt, was jetzt passiert. Ja, das tut mir sehr leid. Es ist wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Also das hier am Anfang kenne ich. Ich hoffe einfach, dass die Steuerung jetzt mal ganz kurzartig ist und wir das hier machen können. Das ist ganz schlecht, wenn die Steuerung spinnt in einem Level, in dem man so präzise sein muss. Denn Achtung. Ja, ihr habt mit was Spannenderem gerechnet. Ich weiß aber. Also ich wusste erst gar nicht, was ich hier tun sollte. Und hab dann irgendwann gemerkt, dass man ihn nur am Gesicht verletzen kann. Und wenn man das schafft, dann ist dieser eindrucksvolle Mensch in seinem Hightech-Anzug ganz schnell Geschichte. Ist schon cool jetzt gewesen. Ich hatte so Angst vor dem die ganze Zeit, aber naja. So, ja, weiter bin ich auch noch nicht gekommen. Ah, ich glaube, wir klettern da wieder hoch. Das ist schon super gerade. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr es schon getan habt, vielleicht beim letzten Mal, wenn ja, ignoriert das, aber ich wüsste gerne, was ihr von diesem Level-Design und von dem Lara-Design, ich weiß, das ist ja knackig, das in dem Sinne meine ich das aber nicht, aber was ihr hiervon haltet. Ob euch das hier gefällt. Uppala. Ob euch. Eigentlich wollte ich hier nur nicht runter. Oder ob euch. Was zur Hölle, was passiert denn? Ich habe das Gefühl, das sollte hier so nicht laufen. Wartet mal kurz. Strange, okay. Ich wüsste gerne, welche Level euch so gefallen. Also ich mag, ich habe es ja oft gesagt, Nordirland, eins meiner Liebsten, aber ich mag vor allem auch solche sehr gern, die irgendwie in Städten spielen. Nein, ich laufe direkt wieder einfach runter. Das hat man nicht so oft in Tomb Raider. Deswegen gefallen mir die immer sehr gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oder steht ihr lieber so auf die Natur-Level? Ich mag ja eigentlich Natur sehr gerne. Aber das hat man halt alles sehr, sehr oft in allen Tomb Raidern. Ich mag immer so die Sachen, die eher selten sind. Oh, und Eis- und Schnee-Level finde ich ganz, ganz fantastisch. Super toll. So, Achtung, und jetzt stelle ich fest, dass ich da sowieso nicht drüber springen kann. Doch geht. Achso, jetzt sind wir einfach nur wieder hier. Alles umsonst gewesen. Dumm. Ach, wir sind jetzt auf... Nein, stopp, wir sind ja auf der Rückseite jetzt. Wir waren im anderen Schacht. Eigentlich müssten wir von der Logik her, bitte gebt mir recht. Denn, nee, das hier, da kamen wir tatsächlich her. Bescheuert. Weil, das macht ja keinen Sinn. Wir sind hier lang gelaufen, haben dann hier das Ding geschossen und sind doch von der anderen Seite runtergerutscht. Bitte gebt mir recht, dass das hier keinen Sinn macht. Bitte. Ich denke doch jetzt schon richtig. So, hier rennen wir schnell durch. Sehr strange. Einfach ignorieren. Okay. Auf jeden Fall, aha, ein Level mit viel Gefahren, das muss man schon sagen.
Jetzt kann ich bestimmt nur von der anderen Seite kaputt schießen. Nee. Ja. Okay, dann müssen wir an dieses Treppenähnliche irgendwas. Oh, nein. Oh Gott, ich hätte warten sollen. Ich hätte warten sollen. Verdammt. Sorry, bin ans Mikro gekommen. Upsala. Ja, okay. Wir machen das einfach nochmal. Ja, Gott, ja. Timing ist gerade nicht so gut. Ah, weiß ich auch. So. Oh Gott, ich dachte schon, es hängt sich jetzt tatsächlich wieder auf. Aber hat's nicht. Netterweise. Ich weiß auch gar nicht, warum es immer nur dieses Tomb Raider ist, in dem die Steuerung hin und wieder nicht funktioniert. Ich hoffe, es hält nicht so lange an. Ach, guck mal. Können wir auch so rein. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir versuchen das jetzt nochmal. Und go, go, go. Okay. Kann ich mitleben. Da gibt's doch was für ein Ratiofarm. Ach ja, es wird so gut. Okay, was soll das denn? Was soll das? Können wir bestimmt kaputt schießen. Würde mich wundern, wenn nicht. Ja. Das Fünfer ist auf jeden Fall sehr direkt im Zeigen, was wir tun müssen. Hier liegt was. Ich finde es sehr interessant, dass wir hier nur die eine Waffe haben. Finde ich, ist okay gelöst. Wir brauchen nicht immer... Was soll das? Oh, 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 oh. Ja. Ach Gott, was ist heute los? Nicht nur das Level funktioniert nicht, die Katze funktioniert auch nicht so ganz. Okay. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass dieser kleine Wachmann uns so platt macht. Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid und jetzt, ja. Wir haben hier halt die geile Waffe. Was haben wir nochmal? Sniper, Burst, Rapid. Die sieht den gar nicht. Seht mal, okay. Es ist gar nicht er, der schießt. Irgendwas anderes. Okay. Ach ja, wie heißt denn Buffy im Musical so schön? Once more with feeling. Ich versuche da jetzt direkt durchzukriechen. Ach da. Ja, ich verstehe jetzt, was das mit dem Rapid Mode auf sich hat. So schnell geht das. Junger Mann. Okay, da oben ist ein Schacht. Was hat denn hier so schnell geschossen? War das doch der? Also da laufen wir definitiv nicht durch. Das ist ganz eindeutig. Aber was hat es hier mit der Cola auf sich? Fitzwitz-Cola. Hm. Ich würde sagen, wir gehen da runter. Geht nicht, okay. Können wir hier was tun? Nein. Speicher mal. Ich hasse diese Ansichten.
Lippen. Da ist wieder jemand. Geht das hier mit Schleichen? Ich habe ja schon wieder vergessen, dass wir diesen Typ haben, der mit uns redet. War auch bisher sehr still. Aber ich kann den doch eigentlich auch erschießen, oder? Ich versuch's mal. Wenn wir das hier mit Schleichen lösen können, finde ich's cool. Schlaf schön weiter. Das ist richtig cool gelöst. Ich muss schon sagen. Davon wacht er doch jetzt bestimmt auf. Nö, der Mister schnarcht weiter. Wir müssen nur gucken, dass wir leise sind. Sehr nette Idee. Okay. Schön leise weiter. Der wacht bestimmt trotzdem später auf. Ist mir egal. Ich finde, es ist... Vor allem, was suspicious ist, ist das da oben. Aber ich weiß noch nicht, was wir da... Hat er sich eben bewegt? Nee, nicht mehr, als man sich im Schlaf so bewegt. Okay, wir können da hinten lang. Wir können hier lang. Darf ich jetzt wieder rennen? Guck mal, Floor 13. Ach, ein Fahrstuhl. Ich wüsste nur gerne, 13. Stock, wovon? War bestimmt in der Levelsequenz, habe ich aber wieder vergessen. Wir können auch das hier tun, glaube ich. Nein, fehlt uns die Karte. Schlaf schön weiter, Idiot. Wo wollen wir denn hin? Überall. Cool, in welchem Tomb Raider kann man denn sonst Aufzug fahren? Ich glaube in keinem. Ja, ihr seid doch jetzt keine Herausforderung für mich. Ich weiß nicht, ob wir da auch wieder dran vorbeischleichen können. Ich will mal die Burst Mode probieren. Naja, also wirklich... Okay, nee, die Musik ist aber super cool. Ich möchte es mit Schleichen versuchen. Ja, Mist, jetzt waren wir noch hier. Mal gucken, wie weit wir kommen. Der macht seinen Job gut. Da steht eine Gehaltserhöhung an, ich merke das. Der Anzug ist so widerlich, den sie anhat. Tut mir leid. Ich bin da wahrscheinlich die Einzige, die das so sieht. Da haben sie hier tatsächlich zum ersten Mal mit dem Schleichen experimentiert. In Angel of Darkness geht das ja auch. Da konnte man sich ja noch von hinten anschleichen und die dann schön ausschalten. Eine von drei. Mal sehen, ob das... Kann ich nicht auch vielleicht einfach kriechen? Denn das hier ist ja nicht so hoch. Was ist das denn?
Hallo? Strange. Aber hier müssten wir uns stellen, falls das überhaupt geht. Ja. Ja, da drin geht jetzt ja spätestens die Ballerei los. Da steht doch schon einer. Oder kann ich etwa... Oh! Kann ich irgendwie so... Guck mal, die interessieren... Hä, was ist denn hier los? Die interessieren sich ja gar nicht für mich. Nimm doch den Hammer. Schade. Ja, wie ist das hier? Bemerken die mich tatsächlich nicht? Sind die gerade so busy? Das wäre ja mal richtig lustig. Da ist ein Schalter. Ja, und jetzt? Ist klar. Da vorne wieder auf. Ja, gut. Total seltsam. Ich stand ja sogar direkt neben dem. Interessiert ihn nicht. Dann gehe ich halt wieder meiner Wege. Aber was ist jetzt mit den zwei? Die stehen immer noch da. Vielleicht kann ich jetzt auch einfach wieder in den Fahrstuhl zurück. Aber ich wüsste gerne, was dahinter noch ist. Ich speichere mal und wir gucken, ob sich das lohnt. Neuer Speicherplatz. Ich hätte halt theoretisch zuerst hier oben mein Glück versuchen sollen. Hat sich jetzt hier was getan? Der schläft noch. Kann ich da hinten echt nicht durch? Na gut, dann fahren wir gleich sowieso wieder hoch, weil... Oder wir müssen halt den ganzen Weg wieder zurück. Ich weiß nicht, wie wir in den Raum mit dem Ding kommen. Ne, das hier geht nicht. Okay. Dann, ja, wie machen wir das da oben? Müssen wir jetzt dann doch offenes Feuer machen? Oder kann ich an denen auch einfach vorbeilaufen? Rapid Mode, ja. Wir wollen doch aber in den 13. Stock. Nein, kann ich nicht. Okay. Nein, nein, nein! Nein! Schön, dass ihr noch da seid. Mein Spiel hat gerade auf meinen Desktop gewechselt. Ja, was auch immer. Ach, verdammt. Aber es läuft ja anscheinend doch alles, oh Gott. So, da kommt jetzt gleich einer angeschlichen. Na komm schon. Nicht? Letztes Mal kam doch einer. Könnten auf jeden Fall mal einen Medipack vertragen. Echt jetzt? Niemand? Hm. Das Level ist schon so ein bisschen seltsam. Wir sind jetzt, glaube ich, über dem... Ja. Die da vorne leuchtet, da können wir bestimmt durch. Ups. Oh, er hat gesagt, don't shoot. Nein, ich leide neu. Ach, da habe ich nicht... Bis ich gecheckt habe, was er sagt, war er tot. Wenn jemand sagt, ich soll nicht schießen, dann schieße ich auch nicht. Lade bitte weiter. Das Spiel ist so verbuggt im Moment. Ich weiß nicht, was los ist. Lädt da jetzt echt nicht mehr.
Warum tut er das nur manchmal? Bin gleich wieder da. Ich habe kurz die Aufnahme gestoppt und schon hat er alles geladen. Supergeil. Da bin ich jedenfalls wieder. Na, der hat jetzt aber viel Kugeln eingesteckt. So. Ach Mensch, jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich ihn eben erschossen habe. Ich hoffe, es lohnt sich, dich am Leben zu lassen. Okay. Ach geil, die machen tatsächlich einfach gar nichts. Oh, ich kann... Oh, geil. Gib mir den Anzug. Zieh ihn an. Zieh ihn an. Aber das finde ich ja putzig. Ach, schön. Schlüpf rein jetzt. Ach, Lara. Du willst halt lieber deinen komischen, hässlichen Lederanzug, Latexanzug, Gummianzug anhalten. Oh, da ist was abgefallen. Eine CD. Schade, dann kann ich den wohl doch nicht anziehen. Nein. Oh Gott, fast hätte ich geschossen, einfach nur weil sie gezielt hat. Wohin mit der CD? Ach, ich finde, das Level ist richtig schön gelöst. Nette Sachen. Mit hier? Sieht er manchmal nicht so aus. Nee, hier nicht. Ist auch kein Wunder, dass sie oben nichts gemacht haben. Diese in den orangenen Anzügen, die interessieren sich tatsächlich einfach gar nicht für uns. Ihr hier wohl auch nicht. Okay, was ist los? Wer schießt? Hallo? Ach, oh, da oben. Das heißt, in den Raum gehen wir nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass da noch was war. Dann fahren wir wieder runter, denn jetzt haben wir die CD. Oh oh. Ich habe die gerade beide gleichzeitig erschossen. Da hinten können wir jetzt auch nicht mehr rein, denn da ist auch so ein Ding, seht ihr? Das war vorhin noch nicht da. Hätte ich den mal doch erschossen. Nee, ich fand's schön so. Das war schon... Okay, okay, da kann ich auch nicht dran. Ich sollte speichern. Kann ich jetzt da durchlaufen? Ja, kann ich. Laserschranken sind weg. Hier kommt wohl die CD rein. Access Code, irgendwas. Ich hätte gedacht, die große Tür geht auf, aber ihr wahrscheinlich auch. Ich guck grad mal. Oh, meine Zeit ist gleich vorbei. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ach, Freunde, ich glaube, den Spaß heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ich laufe mal ein Stück raus. Ich habe Angst, dass ich hier doch noch was Böses abkriege. Ja, mal sehen, wie wir so diese Stange hochkommen. Bisschen nervig. Aber schaffen wir schon. Hinterlasst doch gerne Kommentare und Bewertungen. Ich wüsste vor allem wirklich gerne, wie euch diese Art der Level gefällt. Fände ich sehr interessant. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.